wir müssen wirklich unseren Horizont öffnen, wir müssen breiter werden und wir suchen in der Schweiz die besten Kräfte, wo die auch immer herkommen. Das ist ja so. Ich glaube, nur so können wir als kleine Schweiz in den verschiedenen Nischen, wo die Schweizer Wirtschaft drin ist, auch wirklich bestehen. Sie haben gesagt, Milch fließt ihren Adern. Also, sie leben das Produkt und das merkt man auch, wie sie gegen außen auftreten. Und die machen das schon tipptopp. Wir waren sehr nahe am Produkt jetzt hier in dieser Führung. Das war sehr schön. Und eben, wie sie das Produkt leben, das ist super. Ich habe es sehr spannend gefunden, wie man auch in einem sehr umkämpften Markt auch international mitheben kann, mit dem Produktionsstandort Schweiz. Aber es braucht natürlich viel Einsatz. Und man hat das gerade auch von den Gebrüdern Zügers gesehen, wie viel Herzblut das reinsteckt in den Betrieb und was sie da alles investiert haben. Also ein Musterbetrieb, wie ich den heute sehen durfte. Klimfix braucht man immer. Das hat mich einfach mal interessiert, weil die so verschiedene Geräte auch haben. Und ich bin auch gerne auf der Suche nach so etwas. Es ist ein Anlass, ja, wo man sich sieht, ein Netzwerken tut. Wenn es Gelegenheit gibt, über das Geschäft reden, dann selbstverständlich. Aber in erster Linie steht er nicht unbedingt im Vordergrund. Ein spannender Tag, einen Teil habe ich jetzt schon gehabt, der zweite Teil wird sicher noch spannend bleiben und vor allem gute Gespräche. Ich erwarte vielleicht einen Impuls, dass ich ein bisschen spüre, wo geht es hin, was haben andere für tägliche Aufgabenstellungen und ich denke vor allem im Networking möchte ich ein bisschen Vergleich suchen, schauen, kann ich was besser machen oder können wir was besser machen. Wir sind ja ein bisschen die Region der Hidden Champions. Oder? Da hat es einen Haufen Firmen, die zum Teil in ihrem Bereich Weltmarktführer sind. Oder? Und wir kennen es nicht. Und das ist genau ein weiterer Aspekt. Wir wollen ein bisschen das Selbstbewusstsein wie der Ostschweiz stärken. Wenn man sieht, dass wir tolle Unternehmen haben, kleinere, mittlere, grosse Unternehmen, oder? Dann ist das einer für die Wahrnehmung für die Ostschweiz und damit auch für unsere Arbeit extrem wichtig. Vielleicht sind wir alles bescheidene Leute, oder, die halt lieber ein bisschen im Stillen von uns arbeiten. Ich glaube, ganz entscheidend ist natürlich die ganze Medialwahrnehmung, sehr stark auf grosse Unternehmen fokussiert ist, auf börsenquotierte Unternehmen fokussiert ist. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn da ein kleiner Fix der einzige Reinigungsroboter der Welt hat, in Henau, dann ist das nicht zwingend ein Thema, das dann in der Zürich Zeitung oder im Tagi oder im Schweizer Fernsehen berichtet wird. Und darum haben wir in diesen Themen nicht ganz die ganze Aufmerksamkeit, die wir verdient hätten. Aber wir korrigieren das ja in eigener Sache.